aktuellen Status der Organisation des nächsten holländischen Hackercamps nach der OM 2013, wo ja hoffentlich, darf ich mal fragen, wer von euch ist bei der OM gewesen? Ja, nicht so richtig viele. Genau, daran werden wir arbeiten. Nach der OM 2013 ist das nämlich die SHAR 2017. Ich gebe mal einen Überblick darüber, was der Status der Organisation zurzeit ist. Das enthält insbesondere, das ist wahrscheinlich das Interessanteste für euch, ist ein Einblick in die Location und in die Teams, wie da bisher so der Stand ist. Kurz, ich bin McFly. Ich hoffe, die meisten von euch könnten irgendwie wen wissen, der weiß, wie man mich erreichen kann. Man erreicht mich normal im Jabber per E-Mail und ich bin auch typischerweise relativ ausgiebig im Merk zu finden. Okay, das war ich. Wer seid ihr? Wer von euch ist auf einem Hackercamp schon mal gewesen? Das ist die abstandhöchste Quote, von die ich bisher bei sowas bei dem gesehen habe. Wer von euch ist bei einem Hackercamp in der Orga involviert gewesen? Okay. Aber sehr hochqualifiziert. Und wer von euch hat sich als Freiwilliger auf einem Hackercamp schon mal beteiligt? Als Engel? Okay, super. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt ein, der früher mal beim CCC in Hamburg gewesen ist, vorher mal in Darmstadt. Ich wohne mittlerweile in Rotterdam. Und ich bin in der Orga für das nächste Hackercamp involviert. Grundsätzlich, wir suchen zurzeit, und das ist ein Ziel für mich von diesem Vortrag, Leute, die sich daran beteiligen wollen, sei es als Freiwilliger oder in einer Form der erweiterten Orga-Runde in einem der vielen Teams, dazu komme ich später. Grundsätzlich, wenn ihr Informationen dazu sucht, es ist quasi wie immer, es gibt ein Wiki, das ist mit der passenden Domain mit Wiki davor, es gibt den IRC-Channel, Chart 2017, und es gibt eine Mailinglist, die ziemlich open to subscribe ist. Also wenn von euch jemand ernsthaft sich mit dem Gedanken trägt, sich bei der SHAR beteiligen zu wollen, subscribt euch einfach auf der Mailingliste. Was sind die Punkte, wo wir zurzeit an der Orga drüber diskutieren? Bis zum Camp sind es noch rund 15 Monate. Das ist halt nochmal ein bisschen Zeit. Normalerweise der CCC würde gar nicht anfangen zu organisieren bei diesem Zeitpunkt. Aber gerade bei den Holländern, wo es ein bisschen das Problem gibt, dass alle 4 Jahre es nur eine Veranstaltung gibt, eine große Veranstaltung, dazwischen halt nichts, hat schon einiges bei uns stattgefunden. Die Hauptthemen, wofür wir zurzeit diskutieren, ist die Location. Wir haben einen Kandidat, den werde ich gleich vorstellen. Die Teams, die sind wir gerade am Zusammenstellen und auffüllen mit Leuten und versuchen, Freiwillige zu finden, die in den Bereichen schon mal was gemacht zu haben, weil wir halt unglaublich viele Teams haben, wo es exakt niemand mit Veranstaltungserfahrung drin ist und vielleicht ein Engel von der OM 2013 von dem Thema. Das ist tatsächlich ein Problem, was sich wirklich stellt, wenn man eine Veranstaltung alle 4 Jahre macht. Da ist zurzeit viel Arbeit, die wir haben, die Teams passend zu befüllen. Und der dritte Punkt, wo wir zurzeit drüber diskutieren, ist quasi das initiale Budget für die Veranstaltung. In welchem Rahmen wollen wir uns dabei bewegen? Location. Das ist eine Karte von Teilen von den Niederlanden. Erkennt ihr das alles? Muss ich Deutschland dazu mit als Referenz geben? Hier unten ist das Ruhrgebiet irgendwo. Hannover könnte ungefähr hier sein. Holland ist alles ein bisschen kleiner als bei uns in Deutschland. Ist richtig schön dicht besiedelt. Amsterdam seht ihr, Amersfoort ist der Intercity-Punkt, wo die Intercities von Hannover und Berlin durchfahren. Die Location wird in dem Southostpolder direkt an der Poldergrenze sein. Das ist immer ein bisschen schwierig, so eine Location, die noch keiner gesehen hat, einfach so zu erzählen. Aber zum Glück gibt es auf YouTube ein schönes Filmchen davon. Da ist mal kein Ton hinter. Die,
Der Film ist erstellt worden, während das Gelände gebaut worden ist. Also das ist nagelneu gebaut. Das Gelände ist zugelassen bei den Scouts für 10.000 Leute. Es gibt 18 Versorgungspunkte über die verschiedenen Felder verteilt, wo es jeweils Strom, Faser, Frischwasser und Abwasser gibt. Ich lasse euch da, hab da mal ein bisschen so einen Überblick drüber. Das ist am Boden tatsächlich auch noch mal ein bisschen größer, als das so aus der Luft aussieht. Aber ja, wir haben hier hinten einen Bereich, den wir nutzen wollen, falls das Gelände wirklich sehr voll wird. Oder als stillere Villages. Mal sehen, was wir damit machen. Das ist quasi ein Teil, ein Seitenarm des Eiselmeers. Das ist also Brackwasser. Ist allerdings ganz schön zum Schwimmen. Das ist ein Deich. Der ist ganz praktisch. Der Bereich dahinter ist auch noch für uns. Der Deich ist ganz praktisch, weil es die Möglichkeit gibt, das Family Village hinter den Deich zu packen. Und alle die Villages, die wirklich es wirklich leise haben wollen, gemäß Geländezulassung passen da rund 1.000 Leute hin. Man beachte die Autos auf dem Gelände, ne? Wie gesagt, das Video ist aufgenommen worden, als die Location gerade bebaut worden ist. Da sind die ganzen Flächen alle gerade gemacht worden. Inzwischen ist das alles komplett grün und mit Gras bewachsen. Aber die Location ist halt nagelneu, was halt Vorteile für uns hat, wie zum Beispiel, es liegt Glasfaser auf dem Gelände, innerhalb des Geländes und es liegt vernünftig Glasfaser zum Gelände hin. Also wir haben da knappe 30 Fasern, die bei Eurofaser aufschlagen. Und soweit ich das verstanden habe, kommt jetzt schon Licht aus zwei dieser Fasern auf dem Gelände raus. Das hier wird wahrscheinlich so ein bisschen das Gelände, was der Bereich, der im LKW befahren werden kann. Die ganzen Straßen sind so ausgelegt, dass sich dort zwei LKWs begegnen können von der Größe. Wie ihr seht, dahinter ist schön Segelsachen und das ist halt dieser Nebenarm des Eiselmeers. Dort ist ein Hafen gebaut worden mit Anleger. Also ich weiß nicht, wer von euch einen Binnenführerschein hat und wer vielleicht Bock hat, sich am Eiselmeer ein Hausboot oder so zu mieten. Das ist sehr, sehr, sehr üblich dort. Es gibt ein großes Angebot von Touristen, von Vermietungen, die halt solche Boote für Touristen vermieten. Es gäbe dann durchaus die Möglichkeit, dass man vorher dann mit seinem Boot zum Eiselmeer fährt. Und dann so quasi direkt am Hafen des Geländes eincheckt. Ja, es könnte sein, dass wir eine Hafengebühr erheben. Wo du es gerade erwähnst, das klingt gut. Aber so im Generellen, ja, das ist quasi unser Hafen. Das ist quasi unser Hafen, den äußeren Teil des Anlegers, wo wir uns frei halten, weil wir auf eine Möglichkeit spekulieren, möglicherweise Leute von Amsterdam mit der Fähre aufs Gelände fahren zu können, am Tag minus 1 und am Tag 0. Die Scouts haben das schon gemacht und die haben da auch einen Anbieter für uns. Bevor wir jetzt mehr über die niederländische Landwirtschaft erfahren. Die Scouts haben das schon gemacht und das ist von Entfernung ist es ungefähr eine Stunde, 15 Minuten Fährenfahrt. Das ist die Karte. Das ist leider die Karte des geplanten Geländes. Ihr habt hier die Hauptachse gesehen. Das hier ist der Hafen mit der Hauptachse. Hier ist ein Logistikbereich. Da ist eine Leichtbauhalle, wo mehrere LKWs reinpassen. Hier ist die zweite Achse im Wesentlichen von dem Weg, der halt gut erkennbar gewesen ist. Man muss aber sagen, das ist die ursprüngliche Planung. Und es ist leicht anders gebaut worden, als es geplant worden ist, wie das halt so mal ist, wenn man die Löcher von den Bauarbeitern vermutlich ausheben lässt. Aber im Wesentlichen, das ist das Gelände, wenn jemand von euch das auch in höherer Auflösung haben möchte oder als AutoCAD-File oder irgendwelche lustigen Sachen mitzumachen, meldet euch bei mir, das haben wir alles. So, das war die Location. Darf ich mal fragen, so gibt es von irgendjemandem hier eine Frage zur Location?
Wir planen zurzeit auf 5 Tage Aufbau, 5 Tage Veranstaltung, also 4 Tage offizielle Veranstaltung. Also für den Veranstalter ist Tag 0 ein Veranstaltungstag. Und danach nochmal 3 Tage Abbau, das heißt das Gelände 13 Tage zu haben. Das ist sportlich, das wissen wir. Das ist offen, also wenn du Bock drauf hast, direkt neben dem Gelände ist ein Parkplatz. Also für die, die alle häufiger mal in Holland sind, fahrt einfach vorbei, da könnt ihr hinlatschen, ist offen. Ja, die Scouts haben da schon Veranstaltungen gemacht. Also das ist das Gelände der Scouts der Niederlande, die haben da einmal im Jahr eine Veranstaltung drauf. Und dass diese 10.000 Leute veranstalten, die hatten 2015 schon stattgefunden. Ungefähr 1 Meter und ein bisschen. Also das ist mehr so Teiche, nicht Seen. Auf dem Gelände selbst gibt es nichts Brauchbares dafür, es sei denn, wir haben extrem gutes Wetter und setzen die Leute auf den Deich und stellen was davor. Geplantes Zelte. Ja, genau. Geplantes Zelte zu machen. Wir haben einen Anbieter, der es beim letzten Mal gemacht hat. Wir wollen auch gerne nochmal die Anbieter vom CCC dagegen checken, weil es ist, zumindest wenn ihr sie empfehlen könnt. Aber der Plan ist bisher, Zelte zu bauen. Wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, wo wir sie hinstellen wollen, aber wahrscheinlich sowas wie hier und hier. Als für die beiden Großzelte. Es gibt zurzeit noch eine fixe Idee, das ist wirklich nur eine fixe Idee. Da in den Niederlanden der Zirkus Renz Konkurs gegangen ist, haben wir noch Zugriff auf ein Zirkuszelt, wo wir die Idee haben, dass wir halt eine Manege machen, also wirklich den Speaker in die Mitte stellen. Wenn Leute dazu Feedback haben, höre ich das wirklich gerne. Und es wird wahrscheinlich noch ein eher workshopartiges, kleineres Zelt geben. Weil wir einige Vorträge haben, wo wir so ein Interesse von 100 haben, weil das schon deutlich Niederlande-Bezug haben wird, vermute ich mal. Und andere Vorträge, die nicht so viel gesehen werden. Aber das ist alles noch nicht fest, wenn zum Beispiel das Content-Team jetzt zu der Erkenntnis kommt, dass man nur 3 Zelte machen will oder so, dann das ist halt so ein bisschen Sache des Content-Teams. Nicht so persönlich. Also ich sehe da mehr das Problem von, ich muss dann Zelte besorgen. Die weißen Flächen sind Wald. Das ist ein Pappelwald, der ist nicht sonderlich nett und ein bisschen schlammig und so. Also der ist nicht geil. Das würde ich keiner von abhalten, das ist keine Absperrung oder so. Also die Holländer haben es nicht so mit Zäunen. Das ist, wenn man da rüberzieht, mal ein bisschen komisch manchmal. Aber das ist halt einfach nur Wald. Die Zugangssituation ist, dass es einen äußeren, mehr oder mittelhohen Zaun gibt und wir entweder vor der Situation stehen, die gesamten Bereiche engläufig einzuzäunen oder uns eine eher offene Sache einfallen zu lassen. Aber auch das ist im Moment noch so ein bisschen die Frage. Die Absperrungssituation ist hier definitiv, du schüttelst den Kopf. Denken wir auch. Danke für die Zahl. Das hier ist alles auch nicht so, dass ich glaube, dass da wirklich viele Nerds mit Equipment durchlaufen müssen. Also wirklich mit mindestens kniehohen Gummistiefeln ist das nichts zum da durchlaufen. Also die weißen Flächen sind da auch eine eher natürliche Barriere. Das Gelände selbst ist vernünftig drainiert und halt gerade nagelneu gebaut. Aber man sollte vielleicht auch drüber dazu sagen, ihr habt das vielleicht im Video gesehen, das Gelände liegt unter dem Meeresspiegel. Und zwar nennenswert. Naja, der Meeresspiegel ist halt direkt auf der anderen Seite des Deiches, ne? So, also man sieht das auf dem Deich schön. Das Wasser ist wirklich höher als das Gelände. F-
Fahrrad, würde ich sagen, ist grenzwertig. Wir werden vielleicht sowas wie Lastenfahrräder haben wollen. Amersfoort ist eine große Großstadt, da werdet ihr alles kriegen. Harderwijk ist wahrscheinlich der beste Punkt, um dahin zu. Nijkerk ist auf der anderen Seite, das ist hier. Das ist Nijkerk, da gibt es halt auch ein paar Supermärkte. Aber im Großen und Ganzen, das ist Niederlande. Ihr müsst euch das nur eher vorstellen wie ein groß geratenes Ruhrgebiet. Also das ist nie weit zu einem Supermarkt. Weitere Fragen? Ja. Ja. Du meinst da in der Mitte drin? So, hier ist ein Bereich, der gut erfahrbar ist, wo vielleicht auch Platz dafür die wäre, aber das ist, wir sind weit davon entfernt, dass wir schon definierte Punkte zugesagt oder vorgeschrieben haben. Und wir hoffen, dass es auch nicht so stressig wird wie bei der OM 2013 mit der Polizei auf dem Gelände. Und wir werden auch zusehen, dass wir keine Polizeieinheit auf dem Gelände machen, die Recruiting unter den Niederländern dort betreibt. Ich glaube, du kennst meine persönliche Meinung dazu und ich bin ja jetzt dieses Mal in der Orga und einer der Gründe ist auch deswegen. Und ich glaube, die jetzige Orga hat dazu auch eine andere Meinung als die Orga 2013, wo ja selbst zwei Leute aus bei Fox IT zumindest ursprünglich dann mal gearbeitet haben. Das ist jetzt bisher noch nicht so genau rübergekommen. Wir planen die gesamte Veranstaltung im Gegensatz zum letzten Mal sponsorfrei in der Form, dass wir nicht wollen, dass wir gegen Geld gesponsert werden. Ich mache diese Einschränkung, weil das natürlich solche Sachen wie Netzwerkgear, Peerings und andere Sachen gibt, die man kriegt. Und das ist auch halt ein Sponsoring. Aber im Grundsätzlichen, diese Veranstaltung soll sponsorfrei werden. Ich muss da jetzt gar nicht so weit in die Diskussion reingehen, inwieweit das eine oder andere jetzt, also wo die Grenze ist. Es ist einfach so, wenn wir einen Sponsor haben, der kritisch im Publikum ist, dann werden wir möglicherweise Leute verlieren, die zur Veranstaltung kommen. Und neben dem finanziellen Punkt, der durchaus nennenswert sein kann, wie man das letztes Jahr gesehen hat, heißt es halt auch, dass eine Menge Leute nicht da sind, mit denen man halt auf so einer Veranstaltung erwartet, mit denen man sehen möchte, mit dem man sich austauschen möchte und irgendwelchen Blödsinn machen möchte. Und deswegen ist die in der großen Orga-Runde die Entscheidung gefallen, auf Sponsoring gegen Geld zumindest zu verzichten. Im Orga-Bereich. Ich nehme diese ganzen Anregungen mal auf, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir wirklich angefangen haben, uns Gedanken zu machen. Platz wäre da. Der Parkplatz sind Felder, die auf dieser Seite der Straße sind. Also das ist hier so eine Straße, die geht hier dann weiter und die geht mit dieser Straße dann zusammen. Das heißt, wir haben auf dem Gelände wahrscheinlich die Möglichkeit, dass wir einen Einbahnstraßenverkehr so machen können. Das war zumindest eine erste Idee dabei. Aber wie gesagt, das wollen wir uns alles nicht zu sehr viel festnageln, bevor wir den Field Day gemacht haben und damit 80 Leuten rumgelaufen sind, die dann alle nochmal viel geilere Ideen haben, was man wie machen kann. Deswegen braucht man das gar nicht jetzt festlegen, wenn wir das im Wesentlichen das PDF haben und 5 Leute von uns auf dem Gelände ein paar Mal gewesen sind. Naja, Straßen, auf denen Autos fahren, wo keine Tore sind. Das ist eine öffentliche Straße. Und die geht hier weiter. Also es ist hier, glaube ich, ist sie nochmal zu sehen. Und dieser Weg, das ist so ein asphaltierter Weg, der wird bei einem Festival zum Anfahrtsweg genutzt. Also sie machen Anfahrt hier rüber, Abfahrt darüber. Nee, das ist dann unser privater Weg. Also das oben bei den Bäumen, das ist die öffentliche Straße, mit der auch quasi das Gelände weitergehend dann erreichbar ist. Gibt es noch weitere Fragen zu Anregungen zur Location? Was sagten ihr bisher dazu? Ja?
Einer der Diskussionspunkte mit unserem quasi Eigentümer: in der Standardversicherung dazu steht keine Glasflaschen, die du für sowas hast. Wir sind zurzeit am Diskutieren, das zumindest für die Flaschen der Marke Clubmate aufzuweichen und da eine quasi gesonderte Erlaubnis nochmal zu holen. Aber tatsächlich für Bier, Cola und so weiter und so fort heißt es in Holland im Normalfall kein Glas. Üblicherweise Plastik. Okay, ja, Mate, nicht Clubmate. Guter Hinweis. Nur elektronisch, nicht mechanisch, also nicht von der Gießerei, aber elektronisch, weil sie einen anderen Pfandsatz haben. Ich glaube, wir driften ab. Nein, nein. Also, gibt es sonst noch irgendwelches Feedback zum Terrain? Du hast noch eine Frage. Ja, wir kennen das Problem. Die Holländer stehen alle total auf Wohnmobile und wir haben sogar so eine fixe Idee, dass wir nämlich Villages die Möglichkeit geben wollen, vielleicht zumindest ein Wohnmobil als Headquarter sich quasi aufs Gelände zu mieten. Im Generellen, möglicherweise wirst du mit dem Wohnmobil an dein Village kommen, wenn du es einbauen kannst. Und ich würde dir empfehlen, dir vorher Sandbleche zu organisieren und die unter dein Auto zu legen, sonst musst du nämlich erstmal die Räder ausschaufeln. Aber ansonsten, wenn du Sandbleche drunter legst, könnte das gehen. Ja, das ist echt tatsächlich geplant. Das hier ist der Deich. Der ist über 10 Meter hoch. Unsere Hoffnung ist, dass wir das Familienvillage dahinter packen und alle Villages, die Lärmprobleme haben. Unsere lärmempfindlichen Leute, die wir tendenziell ums Gelände haben, sind hier. Richtung Wasser. Nein, wir erwarten keine Sturmflut. Also da liegen Stromanschlüsse und all solche Sachen. Das ist halt der. Also das Eiselmeer selbst ist ja auch nicht mehr Ebbe und Flut unterworfen. Das ist ja zumindest mit einer Strömungssperre ausgestattet. Dadurch ist das auch kein Seewasser mehr, sondern Brackwasser. Also eine Mischung aus süßem Salzwasser. Da ist keine Tide mehr. Da ist ein ganz normaler. Es ist wie ein Teich, nur salzig. Und der Plan wäre dann, hier halt hier hinzupacken, weil wir dann die gesamte Lärmsituation mehr oder weniger entspannt haben, was wir durch einen 14 Meter hohen Deich nicht abgedämmt kriegen. Einen Seedeich von den Holländern, das kriegen wir überhaupt nicht abgedämmt. Man kann darüber fahren, es ist ein asphaltierter Weg, der auch richtig rollstuhlgerecht ist. Nee, nicht so, sondern so schräg, was? Also im Video ist das zu sehen. Genau, da ist so eine Schleife drumherum. Ja, genau, wenn du genau guckst, hier ist dann die Schleife, die dann über den Deich rübergeht. Das ist recht stressfrei. Also das ist in Holland, ist alles rollstuhltauglich, was neu gebaut ist. Und zwar Handrollstuhl ohne Elektroantrieb. Weitere Fragen? Doch, wir haben 18, alles da. Es gibt Versorgungspunkte auf dem Gelände, wir brauchen nur die kurzen Kabel ziehen, wir haben Generator, Einspeisepunkte, ein Stromnetzwerk dahinter, was für 600 Ampere oder so ausgelegt ist. Keine Ahnung, was für Rockkonzerte die da geplant haben, aber Strom ist da. Unser Uplink ist 200 Ampere, das ist das, was wir haben, ohne dass wir irgendeinen Generator einschalten brauchen. Nur über 200 Ampere brauchen wir überhaupt Generatoren. Okay, langweilig. Dann kommen wir zu den Sachen, die jetzt nicht mehr ganz so langweilig sind. Wir haben, das habe ich jetzt mehrfach gesagt, das Problem, dass größere Veranstaltungen alle 4 Jahre sind. Deswegen haben wir recht viele Leute, wo wenig Leute bisher in den Teams sind. Es gibt da so ein paar Teams, die sind rot markiert, es gibt da so ein paar Teams, die sind gelb markiert und ein paar Teams haben keine Farbe, also schwarz hier verwendet. Das heißt nicht, dass da nicht auch vielleicht was benötigt wird.
Nuk, rot heißt im Wesentlichen, und Infrastruktur ist nicht mehr rot, das hätte ich jetzt eigentlich gelb machen müssen. Rot heißt im Wesentlichen, es gibt da eine Person, die sich dafür zuständig führt, aber kein Team. Und hier wird das wahrscheinlich gelöst sein. Das wird wahrscheinlich Cinder übernehmen, aber der hat noch nicht zugesagt. Der hat das die letzten Jahre auch auf den Veranstaltungen gemacht. Family Village, stehen wir total blank da, keiner von uns hat Kinder. Und wir hätten für die Family Village Orga gerne Eltern. Weil so, wenn man keine Kinder hat, dann übersieht man so manche Probleme, die Eltern haben vielleicht. Ja, also aus meiner Sicht das kritischste Thema auf jeden Fall ist Build-Up und Takedown. Wir wollen aus Build-Up und Takedown ein Team machen, was aus zwei Gruppen besteht und du bist entweder in der einen oder in der anderen. Ja, in der Build-Up-Gruppe oder in der Takedown-Gruppe. Wir hatten das Problem beim letzten Mal, dass wir Build-Up und Takedown in einer Gruppe hatten. Der Build-Up hat sich etwas zu lange hingezogen und das hat dann dazu geführt, dass das gesamte Team, was den Takedown danach machen wollte, zu dem Zeitpunkt, wo der Takedown beginnen sollte, noch völlig im Arsch war. Und deswegen gibt es auch mehrere Leute, die die Anregung haben, das zu trennen oder zumindest halbweise zu trennen. Da gibt es ein Kommunikationsproblem, weil die Leute miteinander reden müssen. Du willst gleich was dazu sagen, sag doch gleich was dazu. Kannst du das Mikrofon nehmen, weil ich weiß, dass Leute das auf dem Stream gucken und die würden gerne die Frage wissen. An Test, ja. Also drei, fünf auf, drei ab. Ja. Für Teilnehmer oder für das gesamte Camp? Also wirklich besenrein nach drei Tagen Abriss? Nee, aber besenrein, also nach drei Tagen die nicht zur Orga gehören, vom Gelände runter, die Villages runter und das Gelände so im Großen und Ganzen frei. Also teilnehmerfrei? Ja. Ja gut, das gut, dann, weil... Es gibt speziell auch den Logistikbereich, den haben wir deutlich vorher schon. Und den haben wir auch deutlich danach noch. Das ist eine Leichtbauhalle, wo vorher die ganzen Sachen alle reingetan werden. Und es ist zwei Wochen vor uns ist eine Veranstaltung auf dem Gelände. Mhm. Dann Anregung, Aufbau- und Abbauteam zu trennen, halte ich für kritisch, weil du willst zumindest ein Kernteam von zwei, drei Leuten haben, die beim Aufbau und beim Abbau die Koordination machen, weil nur wenn du das Zeug aufgebaut hast, weißt du auch, was du wieder abbauen musst. Das ist korrekt. Deswegen steht das da auch quasi als ein verbundenes Team. Also es wird direkt so ein Team geben. Wir wollen das Team nicht auseinanderreißen. Aber wir wollen den Leuten sagen, dass zumindest die ganze Arbeit machen, halt du entweder das eine oder das andere machst. Und du solltest dir vorher aussuchen, was du davon machst, beziehungsweise vorher sagen. Wir wollen halt nicht wieder in der Situation stehen, dass die gleichen 10 Leute, die alles hochgerissen haben, danach die gleichen 10 Leute sind, die es wieder runterreißen. Und deswegen haben wir das da auch getrennt, um auch visuell deutlich sichtbar zu machen, dass wir einen erhöhten Bedarf an Leuten dann haben. Im schlimmsten Fall heißt es, dass wir ein doppeltes Team zum Aufbau und ein doppeltes Team zum Abbau haben. Aber also, wenn wir da wirklich hinkommen, das ist mehr wirklich meine Hoffnung, dass wir es schaffen, das zumindest lastmäßig zu trennen. Nicht kommunikativ, deswegen stehen die auch zusammen. Es gibt auch nur eine Liste dafür quasi und all das. Aber wir wollen zumindest vermeiden, und wir haben in den Niederlanden deutlich weniger Leute normalerweise zur Verfügung als hier in Deutschland. Wir wollen stark vermeiden, dass die Situation auf einzelnen Leuten liegen. Nach der OM sind, ich glaube, knappe 10 Leute wochenweise krankgeschrieben gewesen danach aus der Kernorga. Also es hat wirklich einen Großteil der Orga zerfetzt. Also für das letzte Camp und auch für das vorletzte haben wir zum Beispiel für den Village-Zeltabbau auch externe Kräfte beschäftigt und eingekauft und das halt nicht Helfer machen lassen, weil das halt so Arbeit war, die zu Zeitpunkten stattfinden musste, wo offensichtlich war, dass da wahrscheinlich keine Helfer zur Verfügung stehen. Ja, wir haben auch schon Geld im Budget für gerade Abbau, dass wir zum Abbau externe Kräfte holen. Beim letzten Mal wurde, glaube ich, ungefähr 8 Tage lang versucht, mit den Leuten abzubauen und dann wurden auch günstige Leute aus Amsterdam eingeflogen, die aber alles, was noch stand, in die Mülltonne geworfen haben. Ja, also ihr seht, Build-Up und Takedown, auch schon an der Diskussion, das ist auf jeden Fall das kritischste Team. Infrastruktur ist nicht ganz so kritisch, wie das da jetzt klingt.
Weil wir für die Planung dafür auch glauben, dass wir dafür noch ein bisschen mehr mehr Zeit haben. NOC brauchen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Das ist ein Team, das funktioniert halt. Communications und PR ist ein Team, wo wir gerne noch ein oder zwei Leute dazu hätten. Ich habe ja auch da schon hier mit ein paar gesprochen. POC und VOC ist da irgendwo da drin, das POC. Nee, das POC habe ich quasi auf dem Easter Hack mehr oder weniger erst eingesammelt. Das hat es noch nicht mit auf die Folien gemacht. So schafft, weil die habe ich schon zwei Wochen vorher gemacht. Das VOC ist Teil des Produktziehaus. Also ihr seht da vielleicht auch so ein paar Namen. Es gab ein großes Bedürfnis, das Camp sehr niederländisch, sehr holländisch zu gestalten bei den Niederländern und Holländern. Und wir haben uns deswegen gedacht, dass wir das unter anderem durch solche Sachen machen, dass wir bestimmte Teams und andere Sachen niederländisch benennen und da bei den verschiedenen Synonymen, die zur Verfügung stehen, das zu verwenden, was mit dem Deutschen und dem Englischen mehr oder weniger identisch ist. Ist da irgendein Begriff drauf, der euch nicht gleich was sagt? Ich glaube, es war keiner bei, oder? Produktziehaus ist die Produktion der Konferenz und das enthält halt die Stage, das Audiosystem, die Videoleute, das Streaming und das, als, das ist alles da drin. Lounge, wir würden gerne zwei Lounges haben, wenn das so klappt. Bisher ist das DJ Spock, den ja von euch wahrscheinlich auch so gut wie alle kennen. Und wir suchen da noch ein paar Leute zu. Volunteering, glaube ich, ist zurzeit halbwegs abgedeckt. Da werden sich viele Leute wiederfinden, die auch aus dem Kongress bzw. aus dem Camp das gemacht haben. Volunteering ist das, was am meisten aus meiner Sicht persönlich im Schiefen gelaufen ist bei der letzten Veranstaltung. Deswegen haben wir uns da so entschieden, das diesmal in einem einzelnen Team zu machen, was viele Anleihen am Kongress und an den Camps und so weiter nimmt. Dekorati. Ah, Produktshaus. Das ist halt die Veranstaltung, ja genau. Dekorati, Dekoration. Die letzte Veranstaltung war im Wesentlichen der Kernbereich dekoriert. Wir wollen diesmal auch das gesamte Campgelände dekorieren. Oder zumindest deutlich mehr, als es beim letzten Mal war. Die Tatsache, dass wir eine Menge Bäume um das Gelände drumherum haben, gibt auch viele nicht so schwierige Möglichkeiten, glaube ich, auch mit Scheinwerfern da was zu machen. Content als Team ist vor 10 Tagen gestartet. Das war für uns vorher noch rot. Da würde ich euch auch freuen, wenn ich aus dem CCC ein, zwei Leute, die schon mal Content gemacht haben und die da auch schon geschafft haben, ein bisschen Ruhe reinzubringen und das halbwegs vernünftig zu organisieren. Infodesk, Villages, Ticket Entrance sind alles Teams, wo es halt im Wesentlichen ein paar Leute gibt und ein paar erste Ideen. Aber ich möchte halt auch dazu sagen, wir sind 15 Monate vor der Veranstaltung. Das ist jetzt nicht alles richtig super kritisch. Safety and Security wird hoffentlich Sinder übernehmen. Das hängt sehr stark davon ab, was unsere Genehmigung gibt. In Niederlanden hat man häufig das Problem, dass man von der Genehmigung mehr oder weniger gezwungen wird, eine externe Security anzuheuern, die dann entsprechend zertifiziert ist. Die auf der OM hatten, waren dann nicht so stressfrei und die waren dann auch nicht so einfach davon zu überzeugen, sich nicht gleich für jeden Scheiß zuständig zu fühlen. Das war das größte Problem dabei. Ja. Aber sie haben auch versucht, Leute von der Orga vom Gelände runterzuschmeißen. Von daher glaube ich, dass die Nachricht angekommen ist. Family Village, da suchen wir insbesondere Eltern. Die fortschreitende Zeit zeigt ja, dass mehr und mehr von den Hackern, die sich auf so einer Veranstaltung sind, zu Eltern werden. Wir brauchen deswegen ein paar Leute, die Sorgen, Wünschen und ähnlichen Sachen der Eltern haben und auch zum Beispiel uns einen Check geben, ob es eine gute Idee ist, das Family Village mit den Kindern direkt ans Wasser zu stellen. Ich meine, die Holländer finden das alles total toll, weil die Kinder dann ständig im Wasser sind, aber ich kann mir vorstellen, dass verschiedene andere das dann auch eher anders sehen.
Es gibt noch Projekte zur Unterscheidung. Bei den Teams haben wir gesagt, dass im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir das Problem haben, dass einzelne Leute bis zu 5 Teams an kritischen Situationen gesessen haben, dass jeder in einem Team ist und nicht in mehr. Das ist in erster Linie Gaswasser-Scheiße, aber wir sind deswegen auch so ein bisschen entspannt dabei, weil an den Versorgungspunkten, zumindest ist das der Plan der Scouts, bis 2017 so kleine Häuschen stehen, wo Duschen und Klos direkt fertig drin sind. Nur halt nicht mit Türen, damit es nach holländischem Gesetz keine Häuser sind, aber so quasi Schuppen mit Klo und ich. 2009 waren auf dem Gelände waren ja auch so ein paar von diesen Punkten drauf. Sowas wollen die da wieder bauen, da werden auch die Stromanschlüsse reingebaut in diese Häuser und da schlägt auch dann quasi das Glasfaser auf. Also das ist halt Gaswasser-Scheiß und solche Sachen und wir werden wahrscheinlich für 10.000 Leute Klos und Duschen auf dem Gelände haben, also ist der Job dort eher beschränkt. Deswegen panike ich da auch nicht. Also wir haben dadurch auch schon den Punkt, an jedem der Versorgungspunkte ist mindestens 32 Ampere, an manchen von denen sind bis zu 128 Ampere. Also wie sieht das aus mit den Scouts auf dem Gelände? Haben die da so eine Art Hausmeister? Wer betreibt das? Wer ist von denen irgendwie, wie steht der mit denen in Kontakt im Moment? Die Scouts ist übrigens die gleiche Organisation, wie wir herausgefunden haben, die 2005 das auf der What the Heck das Gelände schon zur Verfügung gestellt haben. Das ist deren neues Gelände. So sind wir auch zu denen gekommen. Leider war uns, als wir die dann zum ersten Mal besucht haben, alles nicht so wirklich klar, dass wir mit denen schon mal gearbeitet haben. Und die meinen, ja, eure Camps sind cool, das kennen wir alles. 2005, waren wir ja. Von daher, die finden uns ganz toll. Die haben halt im Wesentlichen den Wunsch, dass wir denen helfen, ein funktionierendes WLAN mit aufs Gelände, was dauerhaft installiert ist, da drauf zu bauen, weil für holländische Verhältnisse ist das eine Pampa, ne? Und jetzt stellt euch die Situation vor, es ist morgens 6.30 Uhr, die Scouts werden mit der Trompete geweckt und die ganzen Kids machen erstmal ihr Handy an und gucken auf Facebook, was denn so los ist. Dann bricht komplett das gesamte Netzwerk dort zusammen. Das ist der Grund, warum die auch sich Glasfasern und dann gleich 32 aufs Gelände haben legen lassen. Und die haben halt so ein bisschen die Hoffnung, dass unser Netzwerkteam die mit einem funktionierenden WLAN ausstattet. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir die Preise nochmal deutlich günstiger kriegen als üblich. Gut, weitere Fragen noch zu den Teams? Es gibt noch so ein paar, wir nennen das Projekte, das heißt, wenn du da drin bist, kannst du auch in irgendwelchen anderen Sachen mit drin sein. Das sind jetzt alles Sachen, die entweder teilweise mit abgedeckt werden von der Orga, zum Beispiel den ganzen Finance-Bereich ist von Leuten von IFCAT geregelt. Die Location ist jetzt mehr oder weniger gefunden, also das war das Location-Finding-Team. Das wäre jetzt auch ein bisschen doof gewesen, wenn wir alle streng nach Regeln gehen, daraus ein Team machen und dann alle, die da drin sind, können woanders nicht mitmachen. Das wäre ein bisschen dämlich. Food Court ist auch ein Projekt, da hat sich Bugblue mit Jos viel gemacht. Die Permit liegt wieder überwiegend bei der Orga und Maps and Traffic. Die machen halt dann so die Straßenplanung auf dem Gelände und weiteres. Also ich vermute mal, dass die auch irgendwo im Bereich der Orga sein werden. Sysadmin in dem Fall ist wirklich nur Webserver, also die technische Seite, nicht die Content-Seite von dem ganzen Zeug. Und das steht halt überwiegend auch alles schon. Gibt es sonst noch Fragen? Wir wollen elektronische Badges machen. So nicht so advanced wie die beim CCC-Camp, aber aus dem Bereich von Amersfoort gibt es ein paar Leute, die wollen Badges machen. Ich stelle Kontakt gerne her. Sie hätten sehr gerne Kontakt zu den Leuten vom CCC, die Badges gemacht haben, weil sie gerne einen gewissen Reality-Check für ihre Idee auch hätten. Ich leite das gerne weiter. Das fällt mir unter Kasse und so ein Zeug, würde ich sagen. Okay, mal eine ganz schwierige Frage. Es ist immer am schwierigsten zu sehen, was man nicht sieht. Was fehlt? Ja.
Wir haben, also der Plan ist zumindest, da ja die ganzen holländischen Makerspaces relativ dick sind, was Sachen Selbstbauen angeht. Es ist die Plan, eine Werkstatt auf dem Gelände zu bauen, wo wir all diese Sachen und auch ein bisschen Dekorationssachen selber bauen können. Also dass wir mit Holz, Metall, Strom und Farbe umgehen können. Strom für Lichter. Dass wir Schilder und ähnliche Sachen dort halt quasi vorher entweder machen können in den ganzen Spaces oder auf dem Gelände auch. Zert gehört zur Safety. Zert hat die Situation, dass jeder, der sich am Zert beteiligt, irgendeine Form eines niederländischen Zertifikats haben muss, sonst darf er keinen Patienten anpacken. Vielleicht nehmen wir einen Erste-Hilfe-Kurs für alle auf Holländisch. Ja, also ich wäre da jetzt so ein bisschen auf das Feedback vom Zert angewiesen. Ich weiß, dass halt für alles, was du halt machst, zumindest irgendeine Zertifizierung da sein muss. Wir werden auch ein gewisses Grundlevel vom holländischen Roten Kreuzes wahrscheinlich haben müssen, gemäß Permit. Aber ja, so unsere Reaktion wäre auch gewesen, halt Erste-Hilfe-Kurs für alle. Naja, unsere Idee ist bisher so ein bisschen wie das andere. Wer halt Geld für eine Leistung nimmt, der verkauft, und das ist halt nicht drin. Aber wenn du halt in deinem Village für dein Village Essen kochst, dann kochst du für dein Wissen für dein Village Essen. Und wenn jetzt nicht unbedingt, ich mache selbst Milliways, ich stehe vor der Problematik normalerweise. Es ist für uns jetzt nicht immer so absolut trennscharf zu erkennen, wer ist jetzt genau Village, wer sitzt direkt nebenan, wer hat 20 Euro gespendet, sitzt aber in Wirklichkeit bei den Österreichern und lauter so ein Zeug. Das ist halt schwer abzugrenzen. Also da das ja meistens irgendwie... Okay. Also ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, weil ich eben vor dem Camp auch gesehen habe, dass wir wahnsinnig viele Küchen haben. Die auch gesagt haben, sollten wir nicht vielleicht welche von diesen Food-Court-Leuten ausladen. Erstens mal kannst du dich nicht darauf verlassen, dass die Küchen bis zum Ende durchfunktionieren. Das haben sie auf dem Camp erstaunlicherweise wirklich ganz hervorragend. Das heißt, alle, die jetzt auf dem letzten Camp was gemacht haben und sagen, sie möchten es da auch machen, da kann man dann vielleicht auch davon ausgehen, dass die bis zum Ende funktionieren. Insofern ist der Hinweis sehr wertvoll. Aber auf der anderen Seite kommen diese Food-Courts ja eigentlich auf eigene Rechnung. Und das ist ja dann auch am Ende irgendwie ihr eigenes Risiko. Aber da, ja, also das auf jeden Fall im Blick behalten, weil das war dieses Jahr auf dem Camp echt krass, wie viele Küchen da waren, wie viel Essen da gemacht wurde. Ich meine, du warst ja Teil von einer. Das war extrem beeindruckend. Und ich finde das auch geil. Also ich würde das an eurer Stelle auch versuchen zu fördern. Ja. Und ja. Eine Idee, die da so im Hintergrund schwebt, ist quasi den Bauernmarkt von Amersfoort versuchen zu kriegen, zumindest am Tag minus eins und am Tag eins oder so aufs Gelände zu kriegen, dass dann die Villages dort ihren Haupteinkauf machen können. Das ist so eine Idee, die es bisher gibt, nicht mehr. Also für mich ist das ganz einfach zu entscheiden. Ich bin also ein großer Fan von Bargeld, weil sonst müssen wir nämlich Coins haben, die ungefähr den gleichen Fälschungssicherheitsstandard haben wie das Bargeld. Das kannst du verknicken. Ja, das kann es halt knicken so und so die Situation, dass ich weiß gar nicht, wer das war. Irgendeins von den Villages am letzten Tag beim letzten holländischen Camp mit so einem Sack von Geld direkt von der Metro gekommen, weil die Coins waren natürlich von der Metro. Und dann hat irgendeiner, der für sein Village mit der Metrokarte einkaufen war, dort dann halt auch nochmal eine Viertelmillion quasi im Regal hängen gesehen und die dann gleich mitgebracht und der Orga so direkt in die Hand gedrückt. Und ich glaube, das war auch der Punkt, wo alle verstanden haben, dass die Idee mit den Coins echt nicht so richtig geil ist. Ja, geil, ne? Elektronisches Geld dann noch auf die Badges drauf machen. So. What could possibly go wrong auf einem Hackercamp? Genau. Ja, genau. Also ich persönlich bin ein großer Fan von Bargeld wegen der Fälschungssicherheit, wegen der
Das ist halt einfach bei dem ganzen Plastikgeld, was es so weiter gibt, hier nicht so groß gegeben. So, ich meine, das sind jetzt 2 Euro, aber wir werden Leute dabei haben, die einen Laserdrucker dabei haben, die 5 Tage auf dem Gelände sind. Das werden die hinkriegen. Also, die Basler Easter Egg Chips waren Einkaufswagen-Chips, basically. Und da haben wir das ja, oder haben die Basler das hauptsächlich gemacht, damit sie den Deutschen den Geldumtausch ersparen. Das war der Trick. Die haben Euro genommen, dir dafür diese Chips gegeben, die du hinterher wieder in Franken tauschst. Ich glaube, das verstieß auch gegen das Geldwäschegesetz unterm Strich. Keine Ahnung. Da war das halt der Grund. Aber da der Gulden ja auch abgeschafft ist und du in Holland auch mit Euro bezahlen kannst, ist es ja eigentlich ein relativer No-Brainer. Also mich hat das Ganze mal angekotzt und ich sehe halt auch so ein bisschen die Kosten, die wir dadurch einführen, wenn wir so ein zusätzliches Bargeldsystem haben. Jetzt optional auf dem Badge irgendwie ein lustiges Bezahlsystem zu machen. Also es gibt ja das Münchner Bezahlsystem bisher ungehackt. Das kann man ja optional noch mit dazu nehmen. Auch einfach, um das Bargeldhandling niedrig zu halten. Ich finde das Flag von bisher ungehackt geil. Ja, ich kenne das Problem überhaupt nicht. Das gibt's, und zwar in Form eines Containers, der dann komplett dahingestellt wird. Also steht dann komplette Bankfiliale, und das ist tatsächlich eine Überlegung. Also dazu hat schon jemand den Kontakt hergestellt. Du hast noch eine Frage. Hat sich erledigt. Wir haben noch kein Design, und wenn man sich die Story der letzten Designteams sieht, also ich versuche das auch zurzeit noch ein bisschen rund zu halten, weil wir viele wichtige Sachen haben. Wir wollen das idealerweise mehr oder weniger extern designt haben von Leuten aus der Szene, die wissen, in was sie sich bringen. Na, so. Die Leute sollen halt wissen, was sie dabei. Design ist irre viel Arbeit. Ich habe das mal ein Jahr ziemlich detailliert mit verfolgt. Und ja, wir haben da in der Orga zurzeit keine Leute, die das irgendwie sofort an sich gerissen haben. Und deswegen, das muss 3 Monate vor der Veranstaltung, muss es wirklich final stehen. Aber nicht so richtig zeitkritisch. Wird es eine Engel-Küche geben oder gibt es irgendwelche Gutscheine, dass sie sich bei dem Food Court versorgen können? Entweder oder. Also es gibt zurzeit jemanden, nämlich Bugby und Joost, die sich um die Essenssituation kümmern wollen, und die haben bei den Leuten, die das den Foodcourt dann machen wollen, den Deal ausgemacht, dass die Engel mit versorgen sollen. Ob jetzt alle Beteiligten wirklich wissen, in welche Situation sie sich bringen, bin ich noch nicht ganz sicher. Aber wir werden, also ich bin mir relativ sicher, dass wir Essen da haben werden für die Engel. Das wird nicht nur belegte Brötchen sein. Millivays hat ja auch eine große Küche, und Teile von Millivays, es wird in der Orga sein. Von daher, wir werden mal sehen, was genau passiert. Eine weitere Frage. Stellt beim Strom am besten 2 Fragen. Erstens, welcher Stecker? Und zweitens, wie viel Strom braucht die wirklich? Weil wir haben zum Beispiel 32 Ampere, wir brauchen das nie. Wir haben einfach so eine Verteilung. Und da, sonst geht die Rechnung dann nicht auf. Weil du meinst bei der Stromberechnung vorher nicht das Power-Team. Ja. Guter Hinweis. Das wird wahrscheinlich bei den Villages dann alles dann abgeklappert werden müssen. Aber da würde ich mal in Richtung Svar schielen, wie sie das vorher gemacht hat. War das halbwegs realistisch, was da bei der Methode rausgekommen ist vom letzten Mal? Jetzt? Okay. Hat das versucht, indem er da lauter Sachen angegeben hat, die die Leute so anklicken können. Im Endeffekt 3 Kategorien. Also wir brauchen irgendwie nur ein bisschen Strom, wir brauchen irgendwie ein bisschen mehr oder wir brauchen ganz viel. Und aber die,
man muss halt früh genug damit anfangen eigentlich, um zu wissen, wer wie viel Strom braucht und die dann irgendwie entsprechend so zu verteilen, dass sie dann auch da sind, wo es ein bisschen, also dass man den Strom eben gleichmäßig dann verteilt hat. Das ist aber nicht möglich, weil die Villages auch nicht rechtzeitig wissen, wie viel sie eigentlich brauchen und so weiter und so fort. Also viel Spaß. Haben die ja zu viel angegeben oder zu wenig? Viel zu viel. Viel zu viel. Also wir hätten auf dem letzten Camp, wären wir, glaube ich, mit 2/3 der geplanten Menge locker ausgekommen. Also das... Okay. Ja. Wir haben halt auf unserem Camp das Problem gehabt, dass wir so viele Generatoren brauchten, die dann nachgetankt werden mussten, etc. tralala pipapo, weil du keine Streckenführung machen konntest mit den Starkstromkabeln. Und dann, wenn du dann an einem Spot warst, wo viele Leute viel Strom verbraucht haben, war der Generator halt dann irgendwann früher leer und musste nachgetankt werden, was aber dann immer nur in einer Gesamttankrunde passierte. Das war der Grund, warum an manchen Stellen Strom dann irgendwann knapp wurde. Und an anderen Stellen, keine Ahnung, Family Village hattest du dann, weil da jeder seinen Camper hatte, die haben kaum Strom gezogen, da bist du halt die ganze Zeit mit einer Generatorfüllung ausgekommen. Weiter. Mit was für einer Gesamtanzahl von Leuten rechnet ihr eigentlich? Also ich rechne persönlich mit so einer Spannweite zwischen 3.500 und 5.500 Leuten. Beim letzten Camp waren es 3.500 Leute und das ist hat einen echt geringen Anteil von Deutschen gehabt im Vergleich zu den anderen holländischen Camps. Wenn wir uns dieses Jahr besser vertragen, uns alle gegenseitig schön benehmen und nicht alle über Twitter ankacken, dann wird das ja vielleicht mit der Zusammenarbeit super klappen dieses Jahr. Das klang ja gestern mit Deutscher, hatte ich da so ein Gespräch, ein paar anderen, ganz positiv. Ich denke, dass ein realistischer Fall eher so in der Größenordnung zwischen 4.000 bis 5.000 Leute ungefähr liegt. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ihr habt das ja im Gelände gesehen. Oben diesen oberen Bereich, der dann vielleicht auch als Erweiterung genutzt werden kann. Allerdings muss man auch anders sagen, die machen halt sonst Scouts auf dem Gelände. Scouts können deutlich dichter packen als normale Nerds das sind. Aber auf der anderen Seite, die Scouts schaffen es deutlich dichter zu packen, als die irgendwie holländische Normvorschrift von Quadratmeter pro Zelter oder so ist. Und deswegen die Scouts, wenn die 10.000 Leute auf dem Gelände haben, ist das Gelände nicht mal halb voll. Ja, Scouts stelle ich mir wirklich vor, so 20 nebeneinander in Reihe und Glied quasi auf ihren kleinen Bettchen in den großen Zelten. So. Deswegen, das wird schon deutlich platzeffizienter sein, was die machen. Also die belegen wirklich ungefähr die Hälfte des Geländes, wenn die das Gelände voll machen. Wir haben 3 nicht aufgebaut. Ja. Von 5 und ja. Aber es haben sich so spontan auch so andere Sachen gegeben und ich meine, ich habe sowas ja schon mal erlebt, was da glaube ich so ein kleiner Vorteil da sein wird. Ja. Teams und Projects, gibt es da noch Fragen zu und fällt euch noch was ein dazu? An- und Abfahrt wahrscheinlich schon auf jeden Fall in den vorher in den festgegebenen Straßen. Also die Straßen, die dort sind, sind alle dafür gedacht, dass sich da 2 LKWs begegnen können. Also das hier, die Straßen und so, das ist alles 2 LKWs Begegnungsverkehr geplant von der Größe. Das ist also wirklich schön breit. Abseits der Straßen wird es in erster Linie wahrscheinlich eine Frage des Bodendrucks deines Fahrzeuges sein und wie lange du da stehen lassen willst. Also wir sind halt auf dem Meeresboden, 5 Meter unter Meeresspiegel, ne? Also wie gesagt, jeder, der sein Auto da stehen lassen möchte, dem empfehle ich, Sandbleche drunter zu tun, damit das Auto nicht einsinkt. Das ist jetzt nicht so richtig feucht, aber es ist halt auch schon vor nicht allzu langer Zeit noch ein Meeresboden gewesen. Ich würde euch empfehlen, da einfach zum Field Day zu kommen. Wir planen am 30. April ist das nächste Orga-Treffen. Das ist in Arnheim. Das hier ist ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde
Fahrt. Wir wissen noch nicht genau, ob wir das erste Orga-Treffen am Sonnabend machen und am Sonntag einen Field Day. Oder ob wir das den Field Day am Sonnabendvormittag machen, die Leute alle auf Freitagabend schon einladen und dann ein bisschen später ein Orga-Treffen machen. Eins von beiden wird es werden. Und ich denke, man kann auf dem Gelände problemlos mit Autos fahren, aber ich fahre einen Land Rover Defender, also habe ich da vielleicht auch einen anderen Fokus als andere Leute. Sonst noch Fragen? Na, also nur mal ganz kurz zu den Autos nochmal. Ich bin ja bekannterweise kein großer Fan von Autos auf dem Gelände während der Veranstaltung. Zum einen, weil das die Sichtachse stört, um mal mit André zu sprechen. Also es sieht einfach scheiße aus, wenn irgendwo blöd Autos zwischen den Zelten stehen. Zum anderen, naja, es ist halt, nimmt halt Platz weg. Das Auto ist zu, es wohnt keiner drin, es sitzt keiner drin. Es lagert vielleicht was drin, aber also ich bin ein großer Freund von drauffahren, auspacken, aufbauen, Auto vom Acker. Ist schöner. Ich weiß, Ray. Dein Auto darf. Ja, ja, Kunst ist erlaubt. Also ich denke mal, im Generellen sehe ich das ähnlich, dass es halt die Leute nicht alle neben ihren Autos zelten sollen. Dafür sind halt auch die Parkplätze draußen da. Also ich spreche von Pkw, ne? Also ja, ja. Camper und so ist klar. Camper ist ein anderes Thema und ein ganz deutlicher Punkt, so wer mit seinem Auto aufs Gelände will, wird das vorher sagen müssen. Also es wird Probleme, so Steckkarten quasi geben für ich bin jetzt am B- und Entladen, das ist gar kein Problem. Aber wer mit seinem Auto auf dem Gelände stehen lassen will, der sollte das schon mit dem Village-Koordinator oder wer auch immer das dann wird, absprechen und von dem eine Bestätigung dafür kriegen, dass das okay ist. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Also sowohl die Foodhacking Base als auch Dan mit seinen Ringen. Ich sehe jetzt erstmal keinen Grund, auf einem Camp zumindest, die dann rauszuschmeißen oder nicht reinzulassen. Und ich glaube, dass man gerade bei Fratty Shake auch deutlich kommunizieren muss, was halt geht und was nicht geht und das dann halt auch kontrolliert, ob das dann so genauso passiert. Aber prinzipiell finde ich die Idee von der Foodhacking Base eigentlich ziemlich geil auf dem Gelände. Und wenn wir das akustisch gestalten können, eigentlich auch die Nummer mit, dass man halt hier Schmiedekunst im Rahmen von, also Ringschmiederei oder die Engländer haben eine richtig große Schmiede, wo die halt Schwerter und so ein Zeug drauf schmieden, das ist nochmal ein völlig anderes Klangszenario. Die haben da so einen Powerhammer und so, ne? Dann du wirst dir sofort deine Ringschmiede zurückwünschen, wenn du neben denen sitzt. Gibt es irgendwie Feuerstellenplätze oder Grillplätze oder sowas. Die Scouts werden da ja wohl häufiger. Oh, Scouts lieben Feuer, ja. Ich habe schon einige Sachen da. Also es sieht zumindest dort aus, als ob die Scouts zumindest dort Grill- und Feuerplätze haben. Und ich vermute mal, das wird dann so ein bisschen in Zusammenhang mit der allgemeinen Wettersituation stehen, wenn wir gerade 6 Wochen Dürre vor uns haben, vielleicht nicht unbedingt, weil da auch die ganzen Pappelwälder drumherum sind. Aber so, wenn man mal normales holländisches Wetter erwarten kann, dann denke ich mal, dass wir zumindest einige Feuerplätze ausweisen können. Beim Begehen des Gesendes fällt einem deutlich auf, dass die Scouts eine Affinität zu Feuer haben. Also das ist ganz, ganz deutlich. Ein was? Es gibt so viele Sachen auf dem letzten Camp, die ich scheinbar gar nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, was das ist. Da muss mir jetzt weiterhelfen. Ah, ja, genau. Wir haben halt vor diesen Engländern, den verrückten Engländer, der bringt eine ganze Schmiede mit Powerhammer und dem ganzen Drumherum, was du dir halt vorstellen willst, wenn du irgendwas aus Metall bauen willst. Ich denke, dass ähnliche Villages oder Workshops, die in den ähnlichen Themen sind, die werden wir drin drumherum stellen, dann können die sich gegenseitig all ihre Schwerter schmieden und was auch immer. Ich finde sowas eigentlich ganz cool. Weitere Fragen? Hast du sicherlich dran gedacht, aber ein Mobilfunkmast oder sowas, mobilen, oder haben die da genügend? Die Scouts haben nicht genügend, die probieren das mit 10.000 Leuten regelmäßig, wenn die alles einschalten, ist alles weg. Soweit ich das sehe, haben wir Leute von quasi jedem Provider, der in den Niederlanden aktiv ist, im erweiterten NOC. Also ich vermute mal, dass sich da irgendwas gibt. Wir werden beim POC,
Also die Frage war, ist POC deckt und GSM? Wir werden beim POC, soweit das aussieht, mit den Karlsruhern was zusammen machen. Dem Mikro-POC oder wie auch immer sie das bezeichnen. Bisher würde ich sagen, es wird wahrscheinlich Deck geben. Ob es GSM liegt, liegt vielleicht auch daran, ob sich Leute finden, die sich daran beteiligen. Aber ja. An der Frequenz liegt. Ja, die, das, also das GSM-Team im Club hat keine Frequenz mehr, weil diese Frequenz in der letzten Versteigerung digitale Dividende 2 mit an Vodafone gefallen ist. Und da müsst ihr halt eine Frequenz in den Niederlanden besorgen. Das dafür. Müsste jemand, der genau. sich damit genauer auskennt, das weiß ich nicht genau. Also nochmal Ansage, das nächste Orga-Meeting ist 30. April. Es gibt IRC-Channels, Wikis und Mailinglisten. Das ist zurzeit free to subscribe oder jeder wird bestätigt. Hängt euch da einfach drauf, wenn ihr wollt habt. Wenn ihr gezielt irgendwo mitmachen wollt, ihr könnt mich auch jederzeit ansprechen. Wird dass man ich beim, euch die Ansprechpartner aus den Teams nenne. Wird man beim Orga-Meeting digital auch teilnehmen können? Ich glaube, du wirst digital zuschauen können. Aber ob das mit digital teilnehmen so richtig funktioniert, aka in vernünftig wirklich teilnehmen gerade... Also zuschauen wäre schon mal ein super Schritt. Also wenn einfach Audio und Video irgendwo im Internet zu finden wäre zu diesem Zeitpunkt, wäre das ziemlich cool. Ich finde das sehr begrüßenswert, wenn wir es schaffen, das in irgendeiner Form digital zu machen. Ich will es aber nicht versprechen. Also ich würde mich sehr darauf freuen, wenn Leute es schaffen, darüber zu kommen. Vielleicht finden wir auch irgendwie eine Möglichkeit mit dem CCC, dass zumindest Fahrkosten aus den verschiedenen, ein Auto oder so, aus einer Stadt oder so bezahlt wird. Zumindest die Spritkosten. Wir würden uns freuen, wenn die Leute kommen und wir würden uns dafür kümmern, dass die auch alle quasi irgendwo eine Couch haben oder einen anderen Ort. Die Location, wo wir sind, ist groß genug. Das ist in Hack 42 in Arnheim. Das ist bei einer ehemaligen Base, also niederländische Luftwaffenbase, gebaut 1942, die Kommandantur des Luftwaffenstützpunkts. Das ist der Hackerspace, wo Hack 42 halt drin sitzt. Ich glaube, der eine oder andere von euch wird diese Architektur seltsam vertraut vorkommen, aber ist, wenn man selber hat, eigentlich ganz nettes Gebäude. Hat auch so tolle Annehmlichkeiten, wie es eine Kirche mit dabei und einen Bunker, der dazu gehört. Gibt schon eine grobe Richtung an einem Datum, wo das stattfinden wird? Eher Juli, eher August, eher September? Also der Plan wäre, es gibt diverse Idealpläne. Der Plan ist irgendwo zwischen Beginn August bis, also maximal zweite Woche in August rein. Unser Traumplan ist so, dass man quasi von der DEFCON zur Veranstaltung rüberfliegen kann, also quasi in dem späteren Hälfte der Woche direkt nach der DEFCON. Eine Idee ist es bisher, die Veranstaltung auch nicht am Sonntag enden zu lassen, sondern quasi am Freitag und entsprechend vorzuholen, dass man das Wochenende noch frei hat. Das ist eine Idee, die bisher aufgekommen ist, aber da ist noch nichts entschieden. Es gibt einen Wunschtermin bisher, das ist das Wochenende nach der DEFCON. Wenn ganz viele Leute von euch mit auftauchen bei dem Meeting und sich alle auch einen ganz tollen Wunschtermin haben, bin ich mir auch sicher, dass man da am besten Einfluss nehmen kann, wenn man zum Orga-Meeting kommt. Weitere Fragen? Welche Orga-Leute außer dir sind hier im Easterhack und welche sind am Kongress? Die sind schon wieder weg. Zum Kongress. Zum Kongress ist mein Plan, dass wir einen Großteil der Leute, die aus den Niederlanden kommen und noch nie in irgendeinem Team teilgenommen haben, dass wir versuchen, so viele wie mögliche zum Kongress in den entsprechenden Teams teilnehmen zu lassen. Beim VOG, glaube ich, waren da auch schon zwei auf dem letzten Kongress. Beim Volunteering ist das auch schon quasi angesprochen. Ich würde mich hoffen, wenn auch weitere Teams sich dazu bereit erklären, das zu machen. Und hier gewesen sind halt Stitch und Elga. Stitch und Ilko. Ilko ist der Finanzer von IFCAT, was quasi die GmbH ist, die dahinter steht. Und Stitch, also Elga, ist... mit mir zusammen in der Kernorga, also die Kernorga sind 5 Leute zurzeit und wir haben jetzt 2 neue Kandidaten noch, die dazukommen. Davon sind halt 2 hier gewesen. Bugblue sitzt da noch, den könnt ihr ganz nerven, der kennt quasi jeden von diesen Holländern.
Der kennt auch die Location ganz gut, der kann euch da vielleicht nochmal wer zu sagen von dem Treffen nächste Woche, am Ende des nächsten Monats. Ja, die Location ist in Einheim, das ist bei die coolste Hackerspace die Welt. Wir haben da so eine Kirche dabei und die benutzen wir dann da mal voll. Wir hoffen, dass der Sound gut ist. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann bedanke ich mich nämlich für eure Geduld. Hoffe, dass ich möglichst viele von euch am 30. April und später bei irgendwelchen Orga-Treffen sehe. Und wer das nicht schafft, zumindest es schafft, auf die Veranstaltung zu kommen und mit einem richtig geiles Camp auf die Beine zu stellen. Und ja, danke für die Zeit und entschuldige nochmal für die Verspätung.